herzlich willkommen heute zu unserem Interviewserie im November von Femme Fatale. Und heute habe ich die Martina Haag zu Gast. Hallo Martina. Hallo, grüß dich, Jennifer. In der Interviewserie geht es ja immer um das Thema Visionen. Und Visionen sind ja unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Vorstellungen, unsere Bilder, die wir so im Kopf tragen. Und es geht ja jetzt zum Jahresende zu. Und da verliert man doch schon leicht manchmal etwas den Fokus. Am Jahresanfang hat man ganz tolle Pläne und am Jahresende bleibt manchmal damit ganz viel davon übrig. Ja. Mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn, magst du dich mal kurz vorstellen, was ist denn deine Vision, die du so hast? Ja, du hast mich ja schon vorgestellt, mein Name ist Martina Haag und ich habe das Unternehmen Ist Dich Wohl. Und meine Vision ist einfach immer mehr dem Leben zu dienen, meinen Kunden natürlich auch zu dienen und das in einer immer leichteren Form mit meinem einfachen So-Sein. Ja. Und das merke ich einfach, dass es immer besser funktioniert, dass es immer leichter gehen darf, dass ich den richtigen Menschen zu richtigen Zeitpunkt begegne. Und das macht total viel Spaß, die Menschen in ihre Zufriedenheit zu bringen, in in ihre Mitte. Ja, das ist ja mein großes Thema. Ernährung hat ja mit der Stärkung der Mitte zu tun. Und da einfach immer leichter mit zu gehen und immer mehr Menschen natürlich auch diesbezüglich zu dienen. Das ist meine Vision. Ja, ich habe gesehen, ich habe ein Video von dir gesehen von 2012, als es um diese Challenge ging, Ist Dich Wohl. Jetzt ist das ja schon ein paar Jahre her. Jetzt interessiert mich mal, wie bist du denn zu deiner Vision, diese innere Mitte anderen weiterzugeben, die innere Mitte zu finden und dabei durch die Ernährung vor allem zu unterstützen? Wie bist denn du dazu gekommen? Durch meine eigene Erfahrung. Also ich habe, ich war schon immer sehr ernährungsinteressiert, ja, schon früher, war auf einer Ernährungsschule, war auch privat immer sehr daran interessiert, am Kochen, an guter Ernährung und so. Und dann bin ich über eine Freundin, weil die so krank war, die ist an die TCM-Ernährung gekommen, also an die Ernährung nach traditionell chinesischer Medizin und hat mir davon berichtet, von ihren tollen Erfolgen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das hört sich total spannend an, das hört sich anders an, wie das, was ich kenne. Und dann habe ich mir ein Buch besorgt und habe dieses Buch gelesen und am Ende von diesem Buch, ich habe das zugeschlagen und ich habe natürlich auch Sachen parallel in meinem Alltag umgesetzt, ja, und gemerkt, wow, das macht richtig was, das verändert richtig was. Und dann war mir klar, ich muss das müssen die Leute da draußen wissen, ja, also, und ich muss das weitergeben. Das war ein Impuls da, dass ich die Ausbildung machen muss, dass ich das besser kennenlernen muss. Und das war ganz klar in dem Moment. Also deine Leidenschaft war durch ein persönliches Erlebnis sozusagen entfacht worden und du hast dann die Impulse, die dir das Leben sozusagen geschickt hat, einfach aufgegriffen und bist dann den Weg gegangen. Ja, genau. Also man hat erstmal so eine große Vision jetzt gehabt und die hat dir dann die Impulse gebracht. Das bedeutet ja aber dennoch, dass du deine Schritte tun musstest. Ja, natürlich, genau. Also das war dann auch nicht immer so einfach. Ich habe dann halt auch irgendwann entscheiden müssen. Ich hatte ja dann mittlerweile auch meine Kinder zur Welt gebracht, beziehungsweise die Familienplanung war noch quasi in Gange und ich habe auch gearbeitet, noch in meiner Labortätigkeit, auch im Lebensmittelbereich übrigens. Und ja, dann kam irgendwann, wurde es immer enger und es wurde immer bedränglicher bei mir, ja, und ich habe den Ruf immer mehr verspürt, ich muss das mehr machen und ich muss meinen Fokus darauf verlegen. Und dann war für mich irgendwann klar, ich muss meinen Job kündigen, obwohl es sehr bequem war und einfach war. Und das war ein großer Schritt einfach zu sagen, ich gehe dieses Wagnis ein in diese Selbstständigkeit und weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht, weiß überhaupt nicht, wie ich damals jemals Geld verdienen kann. Das war schon ein großer Schritt, ja. Ja, meine Hochachtung, ja. Kann ich verstehen. Ja. Aber man kann an deiner Geschichte jetzt gerade gut sehen, wie sich das ganze Leben, also dein ganzes Leben um diese Vision drumherum gestaltet hat. Also ich sag mal, das ist wie so ein Leuchtfeuer am Ende, auch wenn man vielleicht nie, wie du schon sagst, nie weiß, wie kann ich jetzt meinetwegen damit Geld verdienen, aber ich verlasse den sicheren Hafen der Angestellten. Ja. Und trotzdem ist diese Vision am Ende und du hast die Dinge getan. Und auch wenn die eben halt nicht immer ganz einfach waren.
Ja, aber weißt du, der Ruf, der ist so groß. Ich hatte irgendwann nicht mehr das Gefühl, als hätte ich eine Wahl. Also der Ruf war so groß und der ist auch jetzt immer wieder, kommt er in Wellen so, ja, zu mir, wo es immer wieder nach was Neuem, nach was Größerem ruft und wo ich einfach merke, boah, da sind noch so viele Potenziale und so viele Dinge, die noch hervorkommen wollen, ja. Und dadurch werden die Projekte immer größer, du traust dich immer mehr, du gehst immer mehr raus und dann kommt natürlich auch immer mehr zurück, ja, und das ist einfach total toll. Also ich habe es nie bereut. Natürlich kamen immer Ängste dazwischen, aber ich habe es nie bereut. Es ist ein toller Weg, immer noch, wirklich. Schön, weil man sieht gerade so, wie man sich dabei selber entwickelt, wenn man eine Vision hat. Also das macht ja mit dem eigenen Entwicklungspotenzial was, wenn man, sag mal, dieses Leuchtfeuer am Ende hat und diese Leidenschaft im Herzen dafür spürt und die Dinge einfach tut, die getan werden wollen, aus der Leidenschaft heraus, ne? Und dann passiert natürlich auch diese Entwicklung so. Also es ist gerade schön, bei dir so zu sehen. Ja, also ich muss natürlich auch dazu sagen, also die Entwicklung ist eines meiner höchsten Werte überhaupt. Also mich selbst zu entwickeln und auch anderen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, ja. Und wenn das eins deiner höchsten Werte ist, dann gehst du einfach und dann bist du auch mutig und machst die Dinge einfach, ja. Und immer wieder dem Herzen zu folgen, immer wieder reinzuspüren und zu sagen, was ist denn wirklich, wirklich, was macht mir denn Freude, was macht mich denn glücklich, ja? Und wenn ich dann eben sehe, dass ich mit ein paar Kleinigkeiten im Essensalltag der Menschen irgendwie was bewirken kann und die sind mit ein paar Tipps kommen die zurück und sagen, boah, mir geht's total super, ja, und toll und gesundheitlich viel fitter, ausgeglichen, das macht mich natürlich wieder glücklich, ja, weil ich denke, es ist so einfach, ja. Und ich muss es einfach nur weitergeben und dann sind andere wieder glücklich und die entwickeln sich dadurch auch weiter und das ist einfach total toll. Ja. Also schön, wirklich so interessant zu sehen, super Ja. schön. Ja. Aber da möchte ich das jetzt gleich mal aufgreifen. Im Winter ist es ja doch so, oder ich beobachte auch gerade durch die Energie, die uns alle so umgibt. Also sehr, sehr viele sind echt sehr geschäftig unterwegs. Es wird immer dynamischer. Das sieht man halt auch an so politischen Entscheidungen, die gerade gefallen sind mit der Wahl mit dem Herrn Trump. Also ich merke, da ist eine unglaubliche Dynamik gerade im Feld. Und ich merke, dass die Leute darin sich mit drin bewegen. Und ich merke aber auch, dass das ziemlich viel Kraft kostet. Und jetzt würde ich da gerne bei dieser Ernährung mal kurz einsteigen. Vielleicht hast du ja, wenn du sagst, es ist so einfach, vielleicht hast du ja für mich einen Tipp. Oder für die Zuhörerin gerade ein Tipp, wie komme ich jetzt im Winter, was ja noch erschwerend, finde ich, gerade noch dazu kommt, wie komme ich im Winter in dieser langen, dunklen Zeit und dieser dynamischen Zeit obenhin gut mit mir in die Mitte? Durch vielleicht Ernährung oder vielleicht hast du auch ganz andere Tipps. Ich denke, also gerade dadurch, dass wir von außen so gefordert sind, wird die Ernährung ja oftmals vergessen. Ja, da werden Mahlzeiten ausgelassen, da hat man keine Zeit, da wird schnell sich was reingeschoben und so. Und gerade das ist das Gefährliche, ne? Ich habe heute Morgen so im Bad mir so überlegt, eigentlich geht es, glaube ich, darum, sich wirklich regelmäßig Gutes zu tun und Gutes zuzuführen, ja. Und gerade jetzt im Winter so leckere Eintöpfe und Suppen und es gibt so viel tolle Wintergemüse, ja, wo auch schnell zubereitet sind. Ich habe so mir überlegt, das hat was mit dem inneren Kind zu tun. Wenn ich mir überlege, wenn man Familie hat, wenn man kleine Kinder hat, dann nährt man sich automatisch regelmäßig, ja. Also dann gibt es einfach ein Frühstück, es gibt ein Mittagessen für die Kinder, ja, und zum Abendessen. Aber desto mehr man von kleinen Kindern wegkommt, desto weniger ist man bereit, sich selbst zu nähren und sein inneres Kind, ja. Und damit verlässt man seine Mitte. Ist meine Meinung. Damit verlässt man seine Mitte. Diese Mitte zu stärken, kann man einfach am besten durch regelmäßige, gutes, nahrhaftes, leckeres, lebendiges Essen. Ja, lebendiges. Und lebendig ist für mich eben so ein toller selbstgekochter Eintopf oder ein selber gemachter, keine Ahnung, Polenta mit irgendwas. Ja, das ist für mich lebendig und nicht irgendwie aus dem Supermarkt irgendwie ein Produkt zu kaufen, wo Bio draufsteht. Ja. Ich glaube, das ist einfach auch eine Frage der Entscheidung und der Selbstliebe auch. Ja. Das glaube ich Also, auch. wie viel bin ich es mir wert, dass ich mir wirklich regelmäßig Gutes tue? Und jetzt gerade auch im Winter mit diesem Winterloch, mit diesen Depressionen, regelmäßig gute Eiweiße zu sich zu führen, das ist A und O, ja. Und wenn man das vergisst, dann kann schon mal zu einer Winterdepression kommen, ja. Wo sind denn gute Eiweiße drin? Ja gut, du kommst jetzt aus Dresden, glaube ich, ne? In Fisch ist natürlich gutes Eiweiß drin, ja.
In Nüsse sind gutes Eiweiß drinne, natürlich auch in gutem Fleisch, ne? Also es wird da jetzt so verfluchtes Fleisch, aber auch in gutem Fleisch ist natürlich sehr, sehr nahrhaft und für viele Menschen auch tatsächlich empfehlenswert, das ab und zu essen. Ja, auch so Sachen wie Buchweizen zum Beispiel, ja. Weiß kein Mensch, ist da gute Aminosäuren drin, sind alle essentiellen Aminosäuren drin und wenn man das zu sich führt, ist alles wunderbar. Und das eben regelmäßig, ne? Bedeutet für dich jetzt regelmäßig tatsächlich dreimal am Tag? Ja, Ah, auf jeden okay. Fall. Oh Gott, da bin ich ja weit davon entfernt. Also, worauf ich immer sehr, sehr viel Wert lege, ist das Frühstück und das möglichst auch mit meiner Familie, weil mir das einfach auch diese Sicherheit für den Tag gibt. Aber ich kann das total bestätigen, was du vorhin gesagt hast, mit diesem, meine Kinder sind, meine jüngste Tochter ist ja jetzt, wird bald 19. Und das ist, kann ich wirklich bestätigen, umso größer sie wurde, umso mehr hat man sich dann davon entfernt. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich regelmäßig gut frühstücke, aber alles andere doch sehr vernachlässige. Weil Aber ja, aber da kann ich dich beruhigen, Frühstück ist schon super, ja? Also weil wenn du morgens deinem Ofen Holz gibst, ja, und der feuern kann, dann kommst du natürlich auch super in dein Feuer, ja, und dann kannst du natürlich auch gut deiner Arbeit nachgehen und der gibt dir einfach viel Energie dann schon. Das machen ja viele schon gar nicht mehr. Viele nehmen einen Kaffee to go oder so, ja, und sich eine Brezel auf der Hand oder gar nichts, ja, die essen dann erst zum Mittag zum Beispiel. Und ja, wie will ich von meinem Ofen verlangen, dass er mir Energie gibt und mir Wärme gibt, wenn ich ihm nicht morgens anschüre einfach, ne, ihm Holz gebe, ne? Ja. ja, fein. Ja, also Also das, von dem her, ja, mir ist das du machst auch total, schon richtig. ja, mir, also das ist mir auch total wichtig. Das hat erst einerseits was mit diesem Familiengefüge zu tun und andererseits, ich könnte ohne Essen gar nicht losgehen. Also das, weil ich genau weiß, okay, ich weiß gar nicht, ob ich zu den anderen Mahlzeiten einfach in der Form komme, wie ich mir das gerne wünsche, dass ich irgendwo gemütlich sitze und einfach mal ein bisschen Zeit habe und auch mal meinen, einfach den Tag langsam anfange und nicht mal so gehetzt da reingehe. Ja. Das mache ich den ganzen Tag über, also brauche ich das nie am Morgen auch noch. So, da stehe ich dann lieber auch mal eine halbe Stunde eher auf und gönne mir dann doch das Frühstück in aller Ruhe, sage ich jetzt mal Schön, ja, bist ein so. gutes Beispiel. Gutes Danke. Beispiel. Nee, ich sage das auch immer zu den Leuten. Ich habe ja schon wirklich Frühstückskurse gehalten, ja, und sage dann, das, was ihr morgens habt, das kann euch keiner mehr nehmen, ja. So stressig der Tag auch wird, der Morgen, den habt ihr für euch. Da steht ihr auf, seid ihr ganz frisch und dann habt ihr die Wahl, euch gleich Gutes zu tun, ja. Und das kann euch keiner mehr nehmen. Dein Frühstück kann dir keiner mehr nehmen. Dein Mittagessen und dein Nachmittag und dein Abendessen, ne, da kann immer was dazwischen kommen. Aber dein Frühstück hast du dann. Ja, Ist das doch ist eine super Sache. sehr schön. Und was ich total schön fand von dir vorhin, dass du auch gesagt hast, dass man Fleisch essen soll, dass du also nicht so auf diesen Trip abgesprungen bist, auf diesen veganen und vegetarischen und was es dann hier alles gibt, sondern dass du halt eine, also einfach äußerst, dass man doch Fleisch essen sollte, ab und zu mal. Und Du gesundes ist. Fleisch. Also es gibt ja ganz viel solche allgemeinen Regeln. Ne? Dann gibt es Wellen, wo dann vegan ist oder was auch immer. In der traditionellen chinesischen Medizin guckt man einfach, was braucht der Mensch denn gerade, ja? Und ich habe einfach zu viele Kunden in meinem Kundenstamm, ja, die, wo ich merke, denen hat die vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung die letzten Jahre nicht gut getan. Und die sind damit aufgesprungen und die meisten, viele kennen sich auch gar nicht einfach gut genug aus, um das aufzufangen, ja. Und vielen tut es einfach gut, Fleisch zu essen. Also ich bin jetzt kein Verfechter für oder gegen oder was auch immer. Ich bin auch kein Verfechter für oder gegen Kaffee oder man muss immer gucken, welchen Typ hast du da vor dir sitzen, was braucht derjenige, was tut ihm gut, ja, und was gleicht ihn aus. Es geht ja auch immer wieder, mit jeder Mahlzeit kannst du dich ausgleichen und ins Gleichgewicht bringen. Oder du kannst dich ins Ungleichgewicht bringen, noch mehr, ja. Wo wir doch meistens so schon im Ungleichgewicht und in Stagnation sind durch unser vieles. Durch unser stressiges Ausleben und so, ne? Genau. Schön. Ja. Was macht dir denn an deiner Arbeit besondere Freude? Ja, bei dem anderen die Zufriedenheit und das Glück auszulösen, glaube ich, das macht mich einfach total happy, wenn ich, oder auch eine Entspanntheit. Ja, viele Menschen sind ja mit dem Thema Ernährung schon so angespannt und so im Krieg, ja, so auch mit Figur und Krankheiten, keine Ahnung was. Und da finde ich es total schön, wenn ich mit ein paar Sitzungen einfach so eine Entspanntheit reinbringe. Ja, ich habe jetzt eine Kundin gehabt, die war zu Anfang des Jahres sehr, sehr, sehr angestrengt. Die war sehr gestresst mit Ernährung, mit dem ganzen Thema ihrer Verdauung. Es hat sich widergespiegelt auf ihrer Verdauung. Sie hat einen Blähbauch gehabt, das ging ja ganz furchtbar.
Und die habe ich jetzt letzte Woche am Telefon gehabt und ich habe gedacht, oh, das ist so schön, wie sie sich entwickelt hat. Die hat so eine Entspanntheit, so eine Zufriedenheit, so einen schönen Umgang jetzt mit dem Essen und mit der Ernährung und mit ihrem eigenen Körper bekommen. Das macht mich total glücklich, ja, wenn ich das sehe. Das ist einfach total toll. Schön. Ja. Kommen wir noch kurz zu den Visionen zurück. Es hat sich ja im Laufe der Jahre jetzt entwickelt. Magst du uns mal verraten, wo es sich denn weiterhin entwickeln wird? Ja, du, ich habe ja jetzt angefangen, ein Buch zu schreiben, wo ich meine Erfahrungsberichte mit meinen Kundinnen, also sind hauptsächlich Kundinnen, die ich habe, reinbringe, damit einfach ganz, ganz viele Menschen das erreicht, dass Ernährung durchaus entspannt sein darf und durchaus auch sehr individuell und dass keiner irgendwelchen Mainstream-Sachen hinterherrennen muss. Und dass Ernährung natürlich auch allumfassend ist. Also nicht nur, was kommt da oben rein, was kommt da unten raus, ja, sondern dass das mit dem ganzen Leben ganz, ganz viel zu tun hat. Und dieses Buch möchte ich 2018 so weit in unter Dach und Fach kriegen, dass es auch einen Verleger findet und entsprechend viele Menschen erreicht. Das ist meine Vision für 2017. Außerdem habe ich gerade jetzt so eine Idee davon, dass ich ein Projekt starten möchte im März 2017, wo ich Menschen zusammenführe. Ich merke so, ich habe zwei verschiedene Sparten von Menschen. Einmal die, die sich schon sehr gut auskennen, die schon sehr viel machen, die schon sich viel intensiv damit befasst haben, mit sich und mit ihrem Körper, mit der Ernährung. Und dann habe ich die anderen, die so noch sehr in einem Kampf sind und noch sehr in den Anfängen, sage ich mal, und noch so in diesem alten Esssystem drin stecken von früher, ja. Und die möchte ich gern zusammenführen, dass die dann miteinander arbeiten und ich führe das dann so von außen und gebe die entsprechenden Inspirationen und sowas rein und da freue ich mich total drauf. Also das ist aber noch ganz in den Anfängen so, ja, da bin ich gerade in der Produktentwicklung, aber das wird ein total tolles Projekt, glaube ich. Schön, da wünsche ich dir schon mal jetzt alles Gute. Ja, danke schön. Möge es dir gelingen. Ja, danke. Ja, zum Abschluss noch eine Frage. Was möchtest du den Hörerinnen mit auf den Weg geben? Entspannt euch. Entspannt euch und seid immer gut mit euch, ja. Also die Ernährung, die verläuft in Wellen, ja. Mal läuft es gut, mal läuft es weniger gut, ja. Und auch mit dem Körper. Und vertraut eure Intuition. Der Körper, der weiß immer, was er braucht, ja. Und hört nicht im Außen und lasst euch nicht zu sehr beeinflussen von dem, was wir von außen bekommen, sondern hört echt immer mehr auf euren Körper. Das, was der sagt und was er braucht, ist in der Regel das Richtige. Manchmal wird es verkehrt verstanden. Dann holt euch Hilfe und lasst euch das übersetzen, ja. Aber im Endeffekt wisst ihr intuitiv genau, was das Richtige für euch ist. Super. Ich danke dir für das Interview und ich freue mich, du Gerne. bist ja bei mir im Adventskalender mit dabei, hinter einem Türchen versteckt und ich freue mich jetzt schon auf deinen Impuls und die Frauen damit zu beschenken. Ja, Bis danke dahin schön. Ich und danke dir, Gwenefa. Ne? bis dann. Okay, bis dann. Tschüss.